Guten Morgen zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es für mich zur Ärztin und zwar jetzt gleich sofort. Wie es mir momentan geht, ich habe die Nacht ganz gut geschlafen, musste nur aufstehen, um Pipi machen zu gehen und sonst war alles okay. In meinem Bauch, soll mal einer sagen, dass sich das Baby zum Ende zu weniger bewegt. Also es ist so aktiv, das ist der Wahnsinn, dass es da überhaupt noch Platz drin hat. Abends hat er schon mal erwähnt, das ist ganz, ganz schlimm. Mittlerweile kann man gar nicht mehr richtig sitzen. Also ich liege auch hier schon so halb, weil der Bauch irgendwie, wenn ich mich wirklich so gerade hinsetze, ja, ist der Bauch zwischen Brust und Oberschenkel einfach eingequetscht. Also es ist wirklich sehr unangenehm. Der Bauchnabel, der juckt nicht mehr, der ist nicht mehr rot, da ist alles in Ordnung und ja, ich bin gespannt, was die Ärztin denn nun sagt. Eins weiß ich auf jeden Fall, ich werde heute so ziemlich gar nichts tun. Ich habe mir nichts vorgenommen, denn die ganzen Tage davor, ich bin viel gelaufen, wie ihr wisst, wie ihr mitbekommen habt. Ich habe Heublumen-Sitzbad gemacht, ich habe Himbeerblättertee getrunken und ich habe Hausarbeit gemacht. Ich habe die ganzen Fenster geputzt. Ich habe wirklich sehr viel gemacht und ich glaube, du kannst tun und machen, was du willst. Wenn dein Baby nicht bereit ist, dann bringt das alles nichts. Und so ist es eben. Ich ziehe mich jetzt noch eben an, noch eine Jacke und dann fahre ich los. Ich fahre Auto alleine. So weit habe ich es aber nicht und ich fühle mich aber ganz wohl. Also Wellen sind ganz, ganz wenige da. Ich habe die Kinder schon in die Kita gebracht. Auf dem Weg hin hatte ich eine Welle und auf dem Weg zurück und gefühlt danach gar nicht mehr, also seit einer Stunde. Wie gesagt, es ist wirklich sehr ruhig. Ich bin gespannt, was der CTG sagt und beziehungsweise ob sich da was untenrum getan hat, ob der Muttermund sich verkürzt hat. Schleimtropfen ist auch noch nicht abgegangen. Also es ist wirklich Stille. Ja, ich nehme euch wieder mit und wollte euch gleich nur noch was zeigen. Ich habe nämlich noch ein kleines Päckchen bekommen. Ganz, ganz süß. Und ja, melde mich dann später nochmal. Mädels, jetzt muss ich lachen. Weißt du, woran du merkst, wenn deine Tasche zu schwer ist? Wenn dein Auto anzeigt, dass dein Beifahrer nicht angeschnallt ist. So, ihr Lieben, ich bin wieder im Auto. Ja, es war eine einzige leichte Welle zu sehen in diese ganzen 30 Minuten, was sehr wenig ist. Und diese habe ich noch nicht mal gespürt. Also, das war echt harmlos. Termin habe ich jetzt für Montag bekommen. Ja. Keine Ahnung. Es passiert einfach nichts. Sie sagt, ich soll viel gehen. Also ich habe die Schnauze voll vom Gehen. Wie vorhin schon gesagt, ich werde heute aber wirklich nichts machen. Ich werde mich entspannen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Und ja, mal gucken, was passiert. Ich melde mich gleich zu Hause nochmal. Wollte euch noch was zur Einleitung erzählen. Mache ich aber gleich in Ruhe. Ja, ich bin zu Hause und wie ihr mitbekommen habt, hat sich ja kaum was getan. Muttermund ist geschlossen, sonst ist aber alles ziemlich weich. Wenigstens hat sich etwas getan, aber wirklich nur kaum was, ne? Und genau, nächster Termin ist jetzt am Montag. Das heißt, jetzt dauert ja auch noch mal 4, 5 Tage. Und sollte ich tatsächlich zu diesem Termin erscheinen und es passiert einfach nichts, dann soll eingeleitet werden. Genau, und dazu wollte ich euch ja ein bisschen was erzählen. Ich halte davon nämlich gar nichts, sei denn es muss wirklich sein. Aber es ist ein natürlicher Geburtsprozess, wo man nicht eingreifen sollte, finde ich. Und da muss man dem Körper ein bisschen mehr Zeit geben. Vielleicht ist es auch noch gar nicht so weit. Und keine Ahnung. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich bis heute noch schaffe. Jetzt nochmal 5 Tage ist auch nochmal unglaubwürdig. Aber gut, bringt ja alles nichts, ne?
Auf jeden Fall, ich soll mich ja viel bewegen. Heute mache ich gar nichts mehr. Ich brauche das, glaube ich, jetzt auch einfach mal so einen Tag. Die Ärztin weiß ja nicht, was ich die ganzen Tage gemacht habe. Und deswegen ab morgen geht es dann wieder los. Aber heute, ich werde echt einfach kaum was machen. Meine Nägel wollte ich mal wieder lackieren. Aber sonst, ich werde wirklich nichts Anstrengendes machen. Ja. Ich würde schon so gerne kuscheln. Ich bin da jetzt langsam echt ungeduldig. Und ich wollte euch noch ein bisschen was von meiner Angst erzählen. Also es ist jetzt schon seit 2 Tagen so. Und zwar, ich weiß nicht warum. Also das ist einfach in meinem Kopf. Ich habe einfach unnormal Angst, dass unser Baby einfach stirbt. Ja, dass das Herz einfach aufhört zu schlagen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, weil es bewegt sich ja, aber ich habe halt Angst, dass es sich zu viel bewegt und vielleicht die Nabelschnur um sich wickelt oder sowas. Das gibt es ja alles. Und ja, ich weiß, bei Merle war es ja anders. Merle war ja krank, herzkrank, aber vielleicht ist das irgendwie so die Verbindung dazu, warum ich jetzt so denke. Ja, es verfolgt mich seit 2 Tagen und es ist einfach furchtbar. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Grund dafür, warum ich mir jetzt wünsche, dass es jetzt langsam vorangeht und ich nicht mehr allzu lange warten muss, weil ich habe wirklich Angst. Und vor allem abends ist das immer ganz schrecklich, diese Gedanken, wenn du da im Bett liegst, du kannst nicht schlafen, warum auch immer. Und wahrscheinlich durch diese Gedanken. Und keine Ahnung. Ja, ich hoffe nur, dass alles gut geht. Aber man hört ja so viel, man liest ja so viel. Und ja, also CTG war echt, also ich sollte gar nicht mehr aufs CTG-Gerät schauen, weil das ist, hat ja alles Vorteile und Nachteile, wenn du so ein Gerät lesen kannst. Aber ich wünschte mir manchmal, ich könnte sowas gar nicht lesen und wüsste gar nicht, was da passiert. Weil ich eben auch ständig gesehen habe, wie die Herztöne vom Kind runtergingen und immer diese Panik. Ich weiß, manchmal, ich mache mir viel zu viel Sorgen, wie ihr immer so schön schreibt. Mache ich auch. Das bin halt nur mal ich. Ich bin so und ich glaube, ich kann gar nicht anders. Aber es macht einen schon so zu schaffen und es ist total mühsam irgendwie, dass einfach sich nichts tut, wobei man so viel gemacht hat, versteht ihr? Und deswegen habe ich mir einfach vorgenommen, komm, heute stresst du dich kein bisschen, du machst heute gar nichts, ich hole gleich die Kinder von der Kita ab, da gehe ich zu Fuß. Aber sonst, ich werde heute mit den Kindern hier Spiele spielen, Brettspiele oder was. Also nichts, wo ich mich anstrengen muss und ja, mal gucken. Mal gucken, wann es losgeht. Also, was soll ich sagen, Leute? Es lässt auf sich warten. Und wenn alles gut ist, also dass ihr mich falsch versteht, ich will ja nicht, dass es unbedingt kommt. Wenn alles gut ist, also wenn ich wüsste, es wäre alles gut, es würde gut verlaufen, dann dürfte es von mir aus auch erst Montag kommen oder erst im Mai von mir aus. Ist mir völlig egal. Wer weiß, ob das nicht sogar ein Mai-Kind wird, ne? Aber Hauptsache, es geht dem Kind gut. Und mir natürlich auch. Und sonst ist es egal, ob es jetzt morgen kommt oder eben nächste Woche. Versteht ihr? Ja. Wenn ich jetzt gleich dem Carlos schreibe, die Ärztin meinte bis Montag, dann wird er sich auch denken, wie bis Montag? Schon wieder um 5 Tage verschoben? Ja, keine Ahnung. Also, ja, ich werde nichts machen. Einfach gar nichts. Und werde das Video auch jetzt hier beenden. Das werde ich machen. Video bearbeiten für morgen. Morgen früh kommt das Video dann online. Und ja, dann mal gucken, nehme ich euch morgen weiter mit.
weiß nicht, was jetzt so ansteht. Eigentlich gar nichts, weil wir haben ja extra nichts geplant, außer IKEA. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich mitgehe. Mal gucken, vielleicht schon, weil es passiert ja anscheinend gar nichts. Und sonst haben wir ja tatsächlich nichts geplant. Ja, neuen Termin haben wir jetzt für die Fenster, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht drüber reden. Achso, ich wollte euch noch ein Paket zeigen, ne? Das machen wir. Hätte ich ja schon fast vergessen. Das liegt jetzt drüben. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist es. Und das sieht so süß aus. Wirklich sehr, sehr süß. Und zwar sind das Pucktücher zum Pucken von Mamacita. Und die Verpackung, die sieht unnormal süß aus. So sieht dieser aus. Da sind jetzt Lama drauf. Und ich verlinke euch mal die Seite in die Infobox. Die haben da auch mehrere verschiedene, welche mit Bärchen. Was habe ich noch gesehen? Mit Einhörner. Aber da wir ja nicht wissen, ob Junge oder Mädchen, wollten wir eher was Neutrales, sage ich mal. Und deswegen habe ich jetzt mich hier für die entschieden. Die Verpackung ist so süß. Also total schön auch um zu verschenken, ne? Genau. Da sind zwei Tücher drinnen. Ich dachte eigentlich, die wären beide in derselben Größe, ist es aber nicht. Also eins ist ein 120 mal 120 cm und das andere 75 mal 75 cm. Das wollte ich mal auspacken. Habe ich nämlich noch gar nicht getan. Total süß, die Verpackung. Die möchte man ja gar nicht wegwerfen. Wirklich sowas von süß. So, vielleicht drehe ich einmal die Kamera, dann könnt ihr auch besser drauf schauen. So sehen die aus. Richtig cool. Also, hier alles. Oh, der ist ja wirklich riesengroß. Und das ist der etwas kleinere. Ja, es ist mehr so ein Spucktuch, ne? Der ist aber süß, oder? Ja, ganz viel rosa, blau, grün. Danke für deine Bestellung. Süß, oder? So, das lege ich da wieder rein. Nee, kann raus, ne? Ich muss ja immer an den Sachen dran riechen. Neutral würde ich aber trotzdem waschen. Also ich wasche die Sachen ja immer vorher. Vom Material finde ich das echt richtig super. Auch hier diese Umrandung, die Verarbeitung, gefällt mir auch sehr gut. Die Ecken sind gerundet und nicht eckig. Und der hier, der ist ja unnormal groß. Richtig hübsch, gefällt mir richtig gut. Freue ich mich echt. Also die Kiste, die kann man gar nicht wegwerfen. Die ist so was von süß. Ja, alles ist bereit, Baby. Wo bleibst du? Alles ist bereit, wirklich alles. Alles und jeder, nur du nicht. Nee, die sind richtig süß. Ich kriege das ja gar nicht mehr rein. Naja, muss ja auch nicht. Die tue ich am besten auch direkt waschen. So, richtig süß, wirklich. Also, ja. Genau, verlinke ich euch in die Infobox, dann könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Die haben dann noch andere Motive, ganz süßer, wie gesagt. Ich fand zum Beispiel das mit den Einhörnern sehr, sehr schön. Aber das ist natürlich mit ganz viel Rosa und eher was für Mädchen. Und wenn ich nachher doch einen Junge bekomme, dann habe ich da halt, ja, zwei pinke Tücher. Ja, und deswegen dachte ich mir, okay, dann nehme ich mir den Lama. Der ist ja auch ganz toll, so ist es nicht. Die Farben sind hübsch und ja, finde ich richtig gut. Ich werde die jetzt waschen und dann sind wir bereit. Genau, die müssen ja noch gewaschen werden, aber sehr ganz schnell und vor allem sind die auch ganz schnell trocken. Ne? So, ihr Lieben, das Video werde ich jetzt hier beenden, bearbeiten wollte ich sagen, beenden. Und ja, wir hören uns. Bis bald. Tschüss.